wenn Statusanzeige und Facecam auf der gleichen Seite sind. Super, gut, dann lassen wir das so. Und ja. Ich war jetzt beim letzten Mal, sind wir hier bei Shadow of the Tomb Raider. Jetzt kommen wir mal richtig zurück zum Gameplay. Hier einfach auf die... Boah, es ist warm. Was geht denn da ab? Ich muss mal kurz Fenster aufmachen. Diesmal habe ich auch normales Unterhemd und so ein Kram an. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock auf Shadow of the Tomb Raider. Ja. Gut zu wissen, dass Shadowplay die Facecam Probleme hat, wenn Statusanzeige und so weiter auf einem Dingsbums ist. Macht aber groß keine Probleme. Ja. Ich habe heute auf jeden Fall Lust, Shadow of the Tomb Raider weiterzumachen. Muss aber noch mal kurz in Discord schreiben. Alter, ich will senden, danke. Entschuldigt. So. alles klar, zwei Zuschauer. Wie wär's mit einem Handel? Oh. Wie wär's mit einem Handel? Oh. Handel? Ah, hallo. Gehörst du zu dem Ausgrabungsteam? Nein, nur auf der Durchreise. Okay. Leck ein bisschen. Wenn du was brauchst, der Markt ist in der Ortsmitte, damit du alles hast für die Weiterreise. Danke. Danke. Gern geschehen. Gut, da müssen wir zum Händler. Ich will mich trotzdem erst nochmal umgucken. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um sie anzusprechen. Endlich schaffe ich es. Und jetzt? Wer ist der Kerl überhaupt? Kann es sein, dass der Typ... ja, der steht auf die Mechanikerin. Aber der Jonas hat irgendwie gerade... Neu hier? Gewöhn dich an eine Menge Nichtstun. Obwohl mit Trinken und Schwitzen kriegt man den Tag auch rum. Du bist nicht von hier? Nein, ich arbeite auf einem Schiff, das auf den Felsen gelaufen ist. Schön. Der Sturm kam aus dem Nichts und hat den Kahn versenkt. Ja, wunderbar. Passt eigentlich ganz gut. Oh, Entschuldigung. Ich habe so das Gefühl, dass die FPS-Anzeige nicht gerade so geil ist. Was habe ich denn für Grafik? Ist schon niedrig. Vielleicht liegt auch an der Webcam. Da müsst ihr entscheiden, ob ihr Webcam wollt oder nicht. Muss mich erst noch mal ein bisschen an die Steuerung entgewöhnen. Hast du meinen Mann gesehen? Oder meine Tochter? Ich glaube nicht. Wo hast du sie denn zuletzt gesehen? Sie verbringen die Nächte bei den Sternen. Sie funkeln und winken mir zu. Ah, Friedel, grüß dich. Gehen sie zum Fluss. Oh. Dort sehe ich sie immer leuchten. Ja, aber das... Der Sturm wühlt das Wasser auf. Ich weiß, sie sind da unten. Ich weiß es einfach. Okay. Gold. Okay. Will ich das markieren? Ja, warum eigentlich nicht? Ja, schön, dass du reingeschaltet hast. Ich spreche hier mal mit den Leuten. Das hast du noch nie gesehen. Das nee. Ist mein letzter. Die anderen habe ich diesem Kommandanten verkauft. Er war ein bisschen schwierig. Hat mir aber alle abgenommen. Naja, außer dem hier. Er läuft rund und geht nie kaputt. Eine echte Schönheit, nicht wahr? Also... Nein, ernsthaft. Meine Frau hier ist seit dem Unfall nicht mehr dieselbe. Aber das sanfte Brummen entspannt sie. Freut mich. Ja, ist klar, natürlich. Stromaggregat immer neben Dingsbums haben ist auf super. Auf der Insel da war mal ein Tempel. Jetzt sind dort nur noch ein paar Ruinen. Und eine Steinsäule, wie es aussieht. Eher eine Statue als eine Säule. Sehr fein gearbeitet. Ein Universitätsprofessor kam vor ein paar Jahren, um sie zu studieren. Hat er was gelernt? Er sagte, es ergebe keinen Sinn. War ziemlich sauer darüber und hat behauptet, dass wir ihn ausgetrickst haben. Gut, Geheimnis entdeckt, alles klar. Also hier bei Shadow of the Tomb Raider habe ich, soweit ich das Spiel verstanden habe, gibt es hier einiges zu entdecken. Ups, das war vielleicht nicht ganz so geil.
Jo, Bergungsgut. Ich werde hier natürlich versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen. Ist die Frage, ob das klappt. So, wir sollten... Oh, das ist voll. Bodenfresser. 5 Wasserpflanzen gepflückt. Oh, super. Neues, neues verstecktes Sidequest gestartet. Dann mache ich das doch auch. Bergungsgut ist voll. Oh, da muss ich ein Lagerfeuer suchen. Weil Bergungsgut doch relativ... wie heißt es? Bergungsgut ist doch relativ schwer. In solchen Abwässern sollte man normalerweise nicht schwimmen, aber passt schon. Ist ganz schön hell, das Spiel. So, Mädchen, lauf mal schneller. So, was haben wir denn das hier? Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Mhm. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was habe ich getan? Ach, Lara, mach dir mal keine Sorgen. Was, wenn das hier auftritt? Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einen Weg finden, das zu verhindern. Waffen-Upgrade Stufe 4. Okay. Ich kann am Gewehr noch was verbessern. Dann müssen wir ein paar Ressourcen ausgeben. Ja, ich habe, obwohl ich zur Weihnachtszeit auch relativ wenig gestreamt habe. Gestern hatte ich mal einen Stream gehabt, das war es aber auch schon. So, mir fehlt was. Ist halt die Frage, ob ich die Gewehre alle upgraden möchte. Auf der anderen Seite tut das nichts zur Sache. Kann ich hier irgendwas machen? Nö, passt. Dann lassen wir das. Fertigkeiten. Ein Fertigkeitspunkt. Ja, den brauchen wir nicht. So, jetzt können wir uns endlich auf Schatzsuche begehen. Und ja, wollen wir mal gucken, wo die Lara hinläuft. Wenn es euch angenehm ist, kann ich auch die Facecam ausschalten. Mir ist das relativ... Ich habe mir auch schon mal überlegt, ob ich vielleicht Shadow of the Tomb Raider über Twitch machen sollte. Einfach mal, um es zu testen. Weil ich ganz ehrlich zugeben muss, ich habe noch nicht einmal über Twitch gestreamt. So, Herausforderungsquest abgeschlossen. Das ist super. Jetzt will ich noch hier runter. Hier gibt es... What? Achso, das ist nur Bergungsgut. Gut. Ah, kann gut tauchen, das Mädchen. Beim letzten Mal habe ich versucht, mit Luft anhalten, mit allem drum und dran. Ich glaube nicht, dass... Ich brauche neue... Neues Basislager entdeckt. Super. Ich glaube nicht, dass ich das heute... wie heißt es? Dass ich das heute mit benutzen werde. Oha, jetzt haben wir aber ordentlich was gefunden. Nein, nicht alle verbergen. Was soll das denn? So, das hätte ich mir aber denken können, dass hier noch ein Überlebensversteck zu finden ist. Ah, oh, das wird mal wieder viel Sucherei hier. Aber ich bin halt so ein Typ, der das macht. Ah, ich kann jetzt Feuerpfeile herstellen. Ah, nee, kann ich schon länger. Also der Vergangenheitsgraf hat mich hier in eine richtig schlechte Position gebracht. Hier gibt es nur... Alter, hier gibt es so viel. Ich muss mich erst mal mit der Steuerung gewöhnen. Hier gibt es noch eine Schatztruhe. Die Frage ist, kann ich schon so weit... Komme ich schon so weit?
Nee, von da komme ich nicht hin. Okay. Das beschreibt etwas in der Nähe. Hole tief Luft und finde mich direkt unter der Nase eines anderen. Unter der Nase eines anderen. Da, alles klar. So. Durch die Überlebensinstinkte haben wir einen kleinen Vorteil. Um den ganzen Kram zu finden. Na komm schon. Verkaufen Sie Golderz. Okay. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen Luft holen. Das sind ganz normale Pflanzen, die interessieren keinen. Habe ich sonst noch irgendwas? Nö. Oh, das war jetzt Zufall. Jo. Tja, kann man nichts machen, ne, wenn man über die Weihnachtszeit Stress hat. Warte mal, die Karte. Die müsste mich doch eigentlich hier irgendwo weiterbringen. Ich hätte vielleicht doch erstmal zum Markt gehen sollen. Achso, ich habe den Atem des Kaimans. Das bedeutet, ich kann ja etwas länger unter Wasser bleiben. Ah, ich habe den Monolithenschatz gefunden. Super, gab wieder ein paar XP. Wunderbar. Hm, hier komme ich zurück und hier... Das ist nur eine Pflanze, okay. So. Das passt schon mal, aber ich bin hier noch nicht fertig. Fehlende Ausrüstung. Hier wird eine Schrotflinte benötigt. Die habe ich noch nicht. Super, ganz toll. Dann versuche ich einfach mal zurückzukehren. Ich habe keine Ahnung, warum ich da jetzt hoch kann. Ah, okay. Hier ist was. Wunderbar. Ansonsten, das war alles ernsthaft. Na gut, der Pfeil stört ja nicht. Alles voll. Das ist voll. Das nehmen wir mit. Wunderschön. Ich weiß nicht, ob nur ich das so sehe oder ihr auch. Kann man einiges finden. Die Frage ist, möchte ich da schon lang? Wo bin ich denn hier überhaupt? Ach, weißt du was? Drauf geschissen. Einfach mitgenommen. Modell eines Ölbohrturms. Das ist ein aus Plastik und Kupfer hergestelltes Werbemodell eines Ölbohrturms. An seinem Sockel findet sich das Logo eines Unternehmens namens Porvenir. Alles klar. So, komme ich hier denn irgendwo hin? Ja, komm ich. Kaum in der halbwegs in der Zivilisation. So, hier gibt es also Dschungeltotems. Die möchte ich natürlich auch mitnehmen. Die Frage ist, wo finde ich die denn? Vor allem, was habe ich denn hier? Ja, schön, dass die Facecam da am Weg ist. Die Frage ist, wo ist die Facecam hier nicht im Weg? Das Problem an Shadowplay ist, ich sehe das genauso wie ihr. Ha! Ja, super, weißt du, das fette Schwein, das treffe ich nicht, aber den hoppelnden Hasen, den treffe ich.
Das treffe ich natürlich. Ich sehe das Overlay genau wie ihr. Das bedeutet, wenn irgendwas im Weg ist, zum Beispiel hier die Facecam. Ja, super. Dann ist das von meiner Seite aus auch im Weg. Ein Drache. Er muss für Pachamama stehen, die Inka-Göttin der Mutterschaft, Erde und der Zeit. Boah. Sie war verantwortlich für Fruchtbarkeit, Ernten und Pflanzen. Ihr Körper waren die Berge und sie war die Ursache aller Erdbeben. Die Menschen fertigten früher winzige Kleidungsstücke mit extrem feinen Verzierungen an, um sie anschließend zu Pachamamas Ehren zu verbrennen. Das erklärt auch die Brandspuren auf dem Boden. Und diese braunen Flecken müssen Lama-Blut sein. Eine weitere beliebte Opfergabe. Alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Da ist noch ein Monolith. Die Frage ist, kann ich den schon lesen? Ich habe so das Gefühl, ich bin hier irgendwo, wo ich vielleicht hätte noch nicht sein sollen. Also sein sollen jetzt nicht. Aber wo ich hätte vielleicht... Nee, warte. Hier hoch kann ich. Das kann ich nicht lesen. Was ist das für ein Dialekt? Ich muss etwas übersehen. Ich muss mehr Schaden mit dem Bogen machen. Das geht so nicht. Ist die Frage, wenn ich hier sowieso zurück muss mit einer Schrotflinte und ich noch keine hab, weißt du was? Dann ist da mal drauf geschissen und ich gehe einfach zurück und fange an, den ganzen Kram später nochmal vielleicht offscreen oder so mal abzugrasen. Weil ich glaube, es wird doch ein bisschen langweilig, wenn ich hier die ganze Zeit nur Dschungel hier, Dschungel dort. Der Markt ist hier auf dieser Seite. Oh, das Glücks mit den Dummen. Wunderbar. Habe ich doch schon was gefunden. Bei dem muss man aufpassen, die machen Bumm. Zerstören Sie 5 Fässer. Super, Spritzöl. Gut. Bedeutet, Trinity ist angespannt. Naja, Trinity hier, Trinity da, geh mich auf den Sack. Dann sind sie vor uns. Das ist schön. Das heißt aber, ich bin auf der richtigen Spur. Bedecken Sie sich mit Schlamm um sich, das habe ich recht hat, okay. Muss ich vor ihm bei der Schatulle sein. Ja, ja, ist ja gut, Mädchen. Sie fallen nie, wenn sie nach Kanten greifen. Schnell Reaktionszeit bei Fallen und Kampf mit Feinden. Eile des Affen. Ja, die klettert schon. Fall des Fuchses. Ist alles gar nicht mal so schlecht. Stütze des Pumas. Nach der Wundenheilung im Kampf widerstehen sie kurzzeitig Schaden durch Feinde. Die sieht so ein bisschen bedeppert aus, die Lara, finde ich. So, wenn du der mal ins Gesicht guckst. Ich weiß nicht. Nadel der Echse. Überreste-Outfits. Benötigt weniger Ressourcen, um ihre frühere Pracht wiederherzustellen. Nee, brauche ich nicht. Was habe ich hier? Sie spannen ihren Bogen schneller und verkürzen. Oh ja, das nehme ich. Das nehme ich auf jeden Fall. So, dann will ich mal zurück zum Markt. Lecker, durch den Schlamm. So. Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut, sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. Ich glaube, das kann die Lara nicht versprechen. So, ich guck mal, wie das im Stream aussieht. Ja, passt schon.
Händler. Hallo. Lass mich raten, du sollst mich für Omar aufmischen. Von mir kriegt der Mistkerl gar nichts. Wovon redest du denn da? Was ich... Tut mir leid. Das Messer, die Waffe... Ich dachte... Na, vergiss es. Suchst du was Spezielles oder siehst du dich nur um? Was hast du denn? Was ich habe? Das hier ist Cuvaquiaco, eine der größten Ausgrabungsstätten in Südamerika. Naja, sie könnte es sein. Sie sollte es sein. Wenn die Plünderer nicht wären? Ganz genau. Omar und seinen Leuten geht's ums Geld, nicht um Geschichte. Ich verkaufe Objekte von kultureller Bedeutung. Vielleicht beschädigt, aber man kann sie restaurieren. Ich zeig dir, was ich habe. Alles klar. Sag mal, was du da hast. GF Rahl halte die Durchschlags, hat die Durchschlagskraft eines LKWs. Super, was ist das? Pistolenvisier. Pistolenmunition. Oh, Pistol. Was ist das? Überreste. 7-Meilen-Gurt. Okay. Ich will mal gucken, was der so Besonderes hat. Aber erstmal Kram verkaufen. Den verkaufe ich komplett. Ausgezeichnete Wahl. Davon habe ich nicht viel. Davon habe ich auch nicht viel. Davon verkaufe ich mal die Hälfte. Viel Spaß. Na, 8 Stück reichen. Ja, so macht man Geschäfte. Das ist ja Zeug, was wir immer finden. Ausgezeichnete Wahl. Viel Spaß. Davon verkaufe ich etwas mehr. Das behalte ich alles. Das, ja, Felle und so ein Kram ist immer schwierig abzuwägen. Gut, ich will erstmal gucken, was er hier so Besonderes hatte. Pistolen, Schalldämpfer. Geräuschlose Pfeile. Nee, Pfeile brauche ich nicht. Für Pistolenmunition, Gewehrmunition ist eigentlich immer ganz gut, sowas dabei zu haben. Eine halbautomatische Pistole mit hoher Munitionskapazität, Stärke, Munitionskapazität. Was dieser Pistole an Munitionskapazität fehlt, macht sie locker mit ihrem Schaden wett. Ist zwar ganz nett. Ja, so macht man Geschäfte. Will ich mir eine Waffe kaufen? Pistolenvisier, hört den Zoom-Faktor. Anwendbar auf allen Pistolen. Ja, tut nicht weh, das tut auch nicht weh. Viel Spaß. Jetzt haben wir nicht mehr so viel. Das bedeutet, ich lasse das mal. Das schickt. Hier gibt es aber, glaube ich, noch eine Mini-Quest. Omar, Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Scheiße, nein. Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben, zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Nicht so gut. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Laura. Hey, Sakura, Hallöchen. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer, er ist da drin. Danke. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. Alles klar, möchte ich mit dem quatschen? Ja, möchte ich. Verpiss dich, wer bist du? Suchst du Arbeit? Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. Oh, ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Ja, mir geht's soweit ganz gut. Das ist mal Definition. Ja, natürlich. Guck Fußball, das ist super. Ist aber eine Drecksau. Ich gehe jetzt erstmal, spreche jetzt erstmal mit Marco. Um die
Nebenquest zu bekommen. Oh, geil. Oh, dann kriegt man Hunger. Zwar keine Ahnung, was es ist, aber es ist Fleisch. Und wenn es gut gewürzt ist, schmeckt es bestimmt auch. So. Ich suche nach Marco. Warum? Weshalb? Ich will nur mit ihm reden. Er will wirklich keinen Ärger. Ey, weißt du was? Ich teste mal kurz. Ich suche Arbeit. Arbeit? Ja. Ich mach mal kurz die Facecam aus. Also, bist du Marco? Sag mir, dass Omar dich nicht schickt, um Ärger zu machen. Wenn eins dieser Tiere meinem Sohn was tut, dann... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Und guck mal, ob da die Performance besser ist. Mein Knie ist kaputt, also hat Omar Pablo als Ersatz zur Ausgrabung geschickt. Ich hoffe, du hast heute mehr Zeit als gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht. Nee, hat mich gestern gestreamt? Nee, gestern. Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Nee, gestern habe ich nicht... Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, du hast heute mehr Zeit als die... Doch, gestern war es. Als gestern... Zum Glück hast du jemanden angeheuert. Dich? Wirklich, du... Würdest du das tun? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Danke. Wenn du Pablo siehst, sag ihm, ich bin hier. Es geht. Es wird minimal. Ich glaube, das werde ich nicht ohne Blutvergießen hinkriegen. Ich meine, ich hätte so ein besonderes Outfit. Was habe ich denn hier? Den Forscher. Natürliche Ressourcen gewinnen zusätzlich Pflanzen, Mineralherstellungsressource aus jeder Quelle. Bonus EP-Jagd. Okay. Getarnter Abenteurer. Zusätzliche Munition. Erhöht die Munitionsmenge, die unterwegs hergestellt wird. Bonus EP lautlos Kills. Das ist doch super. Komm, das behalten wir mal so, wie es ist. Ich glaube, das wird jetzt richtig spaßig. Ja, jetzt muss ich hier einen auf... Wo muss denn überhaupt lang? Den hau ich weg. Okay, dann muss ich hier lang, glaube ich. So, ich werde natürlich hier so viele Ressourcen mitnehmen, wie ich kann. Ob ich das Abgrasen auch onscreen mache, weiß ich noch nicht. Die Shadow of the Tomb Raider Screens, ich lasse es einfach mal aus, die Facecam, weil sie einfach im Overlay stört. Und ich durch Shadowplay nicht so viele Möglichkeiten habe, diese Facecam zu bewegen. Ich werde einfach mal die, wie gesagt, die Shadow of the Tomb Raider Streams halte ich so, dass ich die einzig und allein streame. Das bedeutet, hier gibt es keine Spielevariation oder so. Dann habe ich viel weniger Arbeit mit dem Schnibbeln und werde dementsprechend die Videos selbst nochmal runterladen. Und ja, so Sachen. Ob ich das Spiel 100% mache, weiß ich noch nicht. Weil dann kann ich das nämlich eventuell als Let's Play nochmal rausbringen. Eventuell, wenn ich mal irgendwie doch keinen Bock habe. Ich muss... Warte mal, hier gibt es ein Grab. Die Frage ist, komme ich da auch hin? Banditensorgen, zum Stadtrand gehen. Oder muss ich da irgendwie lang? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gehe einfach mal hier in die dunkle Höhle. Natürlich nehme ich mit, was geht. Na komm schon. Ja, ich glaube, hier gibt's nur ein Grab. Ist egal, ich nehme mit, was ich kriegen kann und gucken wir mal, ob ich beim ersten Mal alles so finde oder nicht. Ach, ich liebe Tomb Raider, ich mag es einfach, es ist ein schönes Spiel. Und jo, liegt noch ein bisschen Gold rum oder Smaragd oder Edelstein, ich bin mir nicht ganz sicher. So. Ich werde so halbwegs versuchen, auf den Streamchat einzugehen. Jemand hat den Weg verbarrikadiert. Ja, Lara, hast du nichts, was du... Molotow-Cocktail. Halten Sie den Right-Button gedrückt, um einen Molotow-Cocktail herzustellen. Hätte es auch mit einem Brennpfeil machen können.
Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?